Ja, nach dieser Intro ist klar, das hier wird keine normale News, wie du sie von uns kennst. Hey, hallo und herzlich willkommen zu den True Miles Podcast News vom 17.05.2024. Kai, du hattest mir sensationelle Neuigkeiten von Global Airlines versprochen, aber du sitzt doch gar nicht im A380 in der Mojave-Wüste. Hast du es jetzt doch geschafft in die Allegris? Hallo, heute live aus der Lufthansa Allegris Business Class auf dem Weg von München nach Toronto in der Suite. Na endlich! Jetzt im Moment sitzt Kai schon wieder in einer ganz normalen Air France Maschine auf dem Weg zurück von Toronto nach Hamburg. Das Videomaterial von seinen Erfahrungen mit der neuen Lufthansa-Kabine auf dem Hinflug habe ich schon gesehen. Das wird eine eigene Episode füllen. Wir hatten letzten Freitag auch schon ein ausführliches Gespräch mit Jan Niklas von Reisetopia. Du erinnerst dich, mit dem hatten wir schon mal gesprochen hier im Podcast. Der Jan Niklas hat es tatsächlich auf einen der allerersten Allegris-Flüge nach Toronto geschafft und uns schon von seinen Erfahrungen berichtet mit eigenem Bildmaterial. Das packen wir alles zusammen für euch in unser Allegris Special demnächst in diesem Theater. Aber heute ist erstmal noch Deal Dienstag. Auf geht's mit dem ersten Deal von 8 insgesamt. Dienstag Deal Nummer 1, LifeMiles. LifeMiles hat einen Mystery Bonus gestartet, den es noch bis zum 31.05.2024 geben soll. Mystery, geheimnisvoll, bedeutet, dieser Bonus wird für jeden unterschiedlich ausgespielt. Plötzlich taucht er auf in deinem LifeMiles-Konto oder eben nicht. Kai, bei dir hat's geklappt. Du hast einen 160% Bonus angezeigt bekommen in deinem Konto. Kriege ich den dann auch, obwohl ich ihn in meinem Konto gar nicht sehe? Und was ist nochmal der Vorteil von LifeMiles? Ich habe bei LifeMiles streng genommen gar nichts angezeigt bekommen in der E-Mail. Das ist das, was so Mystery ist bei dieser Aktion. Normalerweise bekommt man eine E-Mail und in der E-Mail steht drin, welche Staffelung und welchen Bonus man bekommt. Dann kaufst du bis unter 20.000, kriegst du 150%. Kaufst du bis 50.000, kriegst du 160%. Und kaufst du mehr als 50.000 Meilen, kriegst du 170%. Ja, so sind die normalerweise gestaffelt und das bekommt man in der Mail mitgeteilt. Und dieses Mal bei diesem Mystery-Bonus ist es eben so, dass du dich einloggen musst in dein Konto und nur da steht dann, ob du einen Bonus bekommst, was du für einen Bonus bekommst. Was ist das Tolle an LifeMiles? Avianca, die Mutter-Airline zu dem Programm, ist Starlines-Mitglied und deshalb könnt ihr eben mit den LifeMiles-Meilen, die ihr kauft, Prämienflüge bei der Starlines buchen. Ihr könnt nicht eure Miles and More Meilen zu LifeMiles transferieren und um da dann von den günstigeren Treibstoffzuschlägen zu profitieren. Das funktioniert nicht. Ihr könnt nur LifeMiles Meilen bei LifeMiles einlösen. Und die müsst ihr halt vorher kaufen oder anders sammeln. Aber in der Regel lohnt sich der Kauf. Was ist das Tolle an LifeMiles? Sie erheben halt keine Treibstoffzuschläge auf Prämienflüge, anders als die Lufthansa-Gruppe und Miles & More, wo ihr eben für einen Flug nach Nordamerika One Way in der Business Class 350€ an Zuzahlung habt. Da habt ihr dann eben bei LifeMiles 110€. Ah, okay. Dann komme ich jetzt zum Dienstag-Deal Nummer 2. Lufthansa. Wer günstiger fliegen will, haben wir schon oft gesagt, muss vor allem eins flexibel sein. Zum Beispiel im Ausland abfliegen statt von Deutschland aus. Lufthansa liefert aktuell wieder gute Beispiele für Business-Class-Flüge, die ab Deutschland deutlich teurer sind als zum Beispiel, und jetzt kommt eine ganze Liste von Beispielen, zum Beispiel ab Brüssel statt Deutschland. Von Brüssel nach Hongkong in den Sommerferien ab 1690€. Oder ab Brüssel nach Delhi ab 1790€. Oder zum Beispiel ab London nach Dubai für 1130 £. Oder nach Punta Cana, Domrep, ab 1430 £. Oder nach Montreal oder Toronto ab 1500 £. Oder nach Montego Bay, Jamaika, ab 1570 £. Oder zum Beispiel ab Oslo statt Deutschland. Oslo, Peking,
ab 1300 Euro, Oslo-Bangkok ab 1360 Euro, Oslo-Dubai ab 1370 Euro und Oslo-Johannesburg ab 1420 Euro. Kai, ich weiß, du und ich, wir sind uns einig, diese Tipps finden wir zwei viel spannender, als Monat für Monat fast dieselben offiziellen Miles and More Meilenschnäppchen zu verkünden. Wäre das nicht eine richtig gute Idee, dass wir ab sofort mehr den Fokus auf solche Business-Class-Deals legen? Was meinst du? Ja, das mit den Lufthansa-Business-Class-Angeboten, das ist eine Idee. Wenn da Interesse dran besteht, dann machen wir das jede Woche, dass wir so ein paar Highlights mal aufzeigen. Vielleicht zeige ich auch nochmal in einem Screencast, wie ihr diese Deals selber findet, wie ihr diese Preise selber findet. Hatte ich schon mehrfach gesagt, aber es ist vielleicht doch immer einfacher, wenn man es nochmal in einem Video gezeigt bekommt. Vielleicht machen wir das nochmal. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr Interesse habt an solchen Deals von Lufthansa, Swiss, Austrian. Dann würden wir das regelmäßig machen. Vielleicht jede Woche, wenn es jede Woche irgendwas zu berichten gibt, dann bekommt ihr jede Woche frische Meilen-Deals auf den Tisch. Ja, dann kommen wir zu Deal Nummer 3, Holiday Jack. Diesen Monat gibt es wieder doppelt Miles & More Meilen auf Hotelbewertungen bei Holiday Jack, und zwar 200 Meilen pro Bewertung. Normalerweise gibt es eben nur 100. Und das gilt für deine Hotelübernachtungen in den letzten 25 Monaten aus den folgenden Ländern: Deutschland, Spanien, Portugal, Italien, Kroatien, Bulgarien, Mauritius, Griechenland, Türkei, Zypern, Ägypten, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Thailand, Dominikanische Republik und Malediven. Nein, das ist diesmal nicht die Liste der üblichen Verdächtigen. Tatsächlich steht diesmal auch Deutschland drauf. Kai, ist das tatsächlich was Besonderes? Der Holiday Check macht es uns diesen Monat tatsächlich deutlich leichter, denn dadurch, dass es jetzt auch für Hotels in Deutschland 200 Punkte gibt, also doppelte Punkte oder doppelte Meilen vielmehr, wird das natürlich viel leichter, denn viele Leute fahren halt nicht unbedingt regelmäßig in den Urlaub auf die Malediven oder nach Thailand oder nach Griechenland, aber übernachten vielleicht das ein oder andere Mal in einem deutschen Hotel, sei es dienstlich oder irgendwie für ein Wochenende mal. Und das ist deshalb, glaube ich, eine ganz schöne Aktion diesen Monat. Und da solltet ihr die Meilen dann auch mitnehmen. Also los geht's. Wo bleiben deine Bewertungen von Hotels aus Deutschland? Hol dir die 2x100 Miles & More Meilen ab, solange es geht. Denn alles hat ein Ende, auch diese Aktion von Holiday Check, und danach gibt es wieder nur 100 Meilen pro Bewertung. Aber Achtung, wieder der Hinweis, keine Fantasiebewertungen bitte, das rächt sich. Geh davon aus, dass du deine Übernachtungen auf Anfrage nachweisen musst. Und wenn du es nicht kannst, fliegst du raus. Dann gibt es erstmal gar keine Meilen mehr für dich bei Holiday Check. Das wäre schade. Kommen wir zu Deal Nummer 4, Cadus Gutscheine. Miles & More bietet wieder Cadus Gutscheine an und belohnt den Kauf mit 10-fach Meilen. Das Besondere, die Cadus-Gutscheine gelten zum Beispiel für Rossmann, Ikea oder das Futterhaus, die allesamt keine Payback-Partner sind. Mit so einem Cadus-Gutschein kannst du also selbst dort Meilen sammeln, wo gar keine Paybacks sind. Dienstag-Deal Nummer 5 ist Penny. Penny haut diese Woche wieder eine ganze Reihe von Gutscheinen raus mit zusätzlichen Payback-Punkten. Zum Beispiel 1000 Extra-Punkte für Google Play-Karten im Wert von 100 Euro. Immerhin noch 400 Extra-Punkte auf Google Play-Karten im Wert von 50 Euro. Und 30-fach Punkte auf Candy Crush-Karten, wer es braucht. Und Nike-Karten. Und 20-fach Punkte auf PlayStation-Karten. Und egal, was ihr bei Penny kauft, unbedingt den 10-fach-Coupon vorher aktivieren für Penny-Einkäufe generell und überhaupt und insgesamt nicht vergessen, falls er bei dir angezeigt ist. Dienstag-Deal Nummer 6. Booking.com. Zuletzt haben wir 1000 und 1500 Punkte gesehen als Belohnung für eine Hotelbuchung über Booking.com ab 50 Euro. Jetzt locken die Booker mit 2000 extra Punkten. Auf geht's. Und Dienstag Deal Nummer
7. Amex Payback Karte. Wenn du noch keine hast, so eine Payback American Express Kreditkarte oder kurz Amex Payback, dann ist jetzt die richtige Zeit, dich von jemandem werben zu lassen oder auf Werbung zu gehen. Wenn du nämlich schon eine Karte hast, so eine Payback American, dann ist es jetzt Zeit, Freundinnen und Freunde abzuklappern und jeden zu werben, der bei 3 nicht auf dem Baum ist. Denn Amex schenkt euch beiden jeweils 4000 Payback-Punkte. Also egal, ob du wirbst oder geworben wirst, der, die Geworbene geht auch gar kein Risiko ein, weil diese Amex Payback ist garantiert kostenlos und bleibt das auch. Die Aktion gilt noch bis 22.05.2024. Los! Und zum guten Schluss nochmal der Kracher des ersten Halbjahres, der Dienstag-Deal Nummer 8. Rekordbonus für die Amex Gold Card. Wir können es nicht lassen, das beste Angebot des Monats und wahrscheinlich des ganzen ersten Halbjahres 2024 ist und bleibt der Rekordbonus für die Amex Goldkarte. 50.000 Membership Rewards Punkte zum Start als Willkommensbonus vorneweg. Das gab es noch nie, jedenfalls nicht, dass wir es wüssten. Also, wenn du noch keine hast und dir zutraust, dass du in den ersten 6 Monaten mindestens 4.500 Euro Umsatz machst mit deiner neuen Goldcard, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dir eine zu holen. Übrigens, selbst wenn du schon eine Amex Kreditkarte hast, kann sich das für dich lohnen. Nur, wenn du in den letzten 18 Monaten schon eine Amex Gold Kreditkarte hattest, bist du für diesen Neustart ausgeschlossen. Bis vor kurzem warst du ausgeschlossen, wenn du in den letzten 18 Monaten irgendeine Amex Karte hattest, aktiv. Diese Bedingung hat Amex jetzt wieder kassiert. Ab sofort gelten wieder die alten Regeln. Solange es nicht dieselbe Karte ist, kannst du dabei sein. Übrigens, am liebsten über unseren Affiliate-Link beantragen, den wir in der Description unter das Video packen. Falls du den Podcast hörst, findest du den Link in den Shownotes. Und für dich macht es überhaupt keinen Unterschied, über welchen Link du deine neue Amex Gold Karte beantragst. Für uns schon, denn wenn du unseren Empfehlungslink benutzt, erhalten wir eine kleine Provision. Zu dem Amex Angebot haben wir eigentlich alles gesagt. Die 50.000 für die Amex Gold, das ist ein No-Brainer. Ne? Wer die in den letzten 18 Monaten nicht gehabt hat, der sollte sie jetzt beantragen. Now is the time. Denn ich habe mich zwar schon öfter geirrt mit Prophezeiungen, aber ich glaube, noch viel höher als 50.000 wird es dieses Jahr nicht mehr gehen. Und in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören auch diesmal wieder. Natürlich auch diesmal nicht ohne die dringende Bitte, unbedingt den Kanal abonnieren. Das hilft uns und vor allem dem Algorithmus. Auf die Glocke klicken, damit du nichts verpasst. Sehr gerne True Miles Podcast Mitglied werden, YouTube-Kanalmitglied bei uns. Goldmitglieder mögen uns einfach und fördern uns mit ihrem Beitrag von 2,99 im Monat. Platin-Mitglieder zahlen monatlich 4,99 und haben dafür aber auch Zugriff auf die ganzen exklusiven Inhalte, die wir nur für Platin-Mitglieder auf YouTube bereitstellen. Aber du kannst uns auch einfach so fördern, sehr gerne mit einem Betrag, der dir passt, und du kannst dafür zum Beispiel YouTube Super Thanks benutzen, du kannst Buy Me a Coffee, Buy Us Two Coffees benutzen, wie es schon fast alte Tradition ist hier im Kanal, oder den Revolut-Zahlungslink benutzen. Findest du alles in der Description unter dem Video bzw. in den Shownotes zum Podcast. Aber für heute soll es erstmal genug sein. Alle Grüße, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Dann ist auch wieder der liebe Kai an Bord, live und in Farbe. Tschüss.